Hey, ich bin's, der Lario, und herzlich willkommen zu einer ganz taufrischen Folge Doppel-Arschsein mit Lario in Mass Effect 2. Und wie versprochen geht's heute direkt knallhart los mit einem Bossfight. Aua. Meine Schilde sind down. Ja, Hackfressen. Und es ist verrückt. Es geht gleich direkt los. Falls es euch interessiert, ich habe ziemlich schnell den Weg gefunden. Nach der letzten, etwas weniger rühmlichen Folge. Verpiss dich doch! Heilung! Ich brauche Heilung! So. Oh. The Grunt ist tot, kann das sein? Aua! Komm, geh! Weg! Nein! Hilfe! Hilfe! Entdeckung und Einigkeit! Oh. Ach, es gibt auch Nahkampf! Auf F! Jetzt geht's auf den Grill! Auf F geht Nahkampf! Ha! Krass! Auf F geht Nahkampf, Allah! F! Ich spamme F! Brutal! Warum wusste ich das nicht, Mann? Leute! Das Blatt hat sich gedreht für mich. Jetzt, wo es Nahkampf für mich gibt, steht... Ey. Ich hab die Schilde verloren. Jetzt, wo es Nahkampf in Mass Effect 2 für mich gibt, steht meinem Sieg nichts mehr im Wege, sage ich euch. Hilfe! Hilfe! Geh weg! Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, das wäre so peinlich. Oh Mann, ich dachte, hier wäre ein Thermomagazin. So. Komm schon. Ich glaube, die mache ich mit der Kollektorwaffe platt. Aua. So. Ja. Nee. Shit. Die Waffe hebe ich mir auf für den Bossfight hier. In der Arena hier. Und zwar kommt der gleich. Er kommt gleich, wenn ich hier das Computerterminal hacken tue. Starte hacken. So. Mama? Oh, das ist so stressig, wenn man hier das Hacken machen soll. Und dann kommt ewig lang nicht das Teil. Hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Okay. Diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind nicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme sich in Verteidigung. Die Kollektoren werden versuchen, das zu verhindern. Bla 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 bla. Wir müssen die Kollektoren killen. Das ist einfach. So. Hoffentlich. Schwächling! Da kommt dann nämlich bald. Übernehme direkte Kontrolle. Meint mir schon. Ah komm, ich nehme jetzt doch die Waffe hier mal. Das war nice. Aber ich muss trotzdem wechseln. Hey, Grunt, stirb nicht vor mir. Ich warte hier. Stirb nicht vor mir. Wenn ihr den Song kennt, schreibt's doch mal in die Kommentare, Leute. Der macht Sinn nämlich hier in diesem Kontext. Also wirklich, ist eine schöne Ballade. Würde ich jetzt sagen, wie das Lied heißt für alle, die es nicht wissen. Aber, mache ich wohl nicht. Denn das wäre kein arschiger Move. So, ist der Garrus tot? Oh, das ist so ein Bullet Sponge, Alter. Wenn nur noch ein Gegner übrig ist. Wenn nur noch ein fucking Gegner übrig ist. Von der Kollektore. Und der dann vom Vorbote übernommen wird. Dann ist es einfach nur ein scheiß Bullet Sponge. Und das nervt. Das nervt.
Bullet Sponges sind was für Wüchser. So. Munitiono einsammeln. Da kommen noch mehr. Es ist immer so, dass noch mehr kommt. Ja, in so rundebasierte Arena-Kämpfe, die leider mal mehr und mal weniger in Mass Effect vorkommen. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Fan von sowas. F, F, ich spam F. Oh, war ich das? Nice. Hervorragend. Was sind die Gegner? Übernehme die Rechte. Nimm die Kontrolle. Stirb! Stirb! Du miese Plakette! Na komm doch her, du kleine... Abklingzeiten sind was für Luschen! So. Hä, aber hier kam doch das... Der Fettballer runter. Oder nicht? Wisst ihr, was ich meine? Der Quasi-Boss-Fight, nicht so Arena-mäßig, sondern das Ding war immer die... Ah, nee, das war gar nicht das hier, oder? Immer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Aber es kommt... Also irgendwo gibt es das. Hallo und tschüss. War's das hier schon? Nee, oder? Kann ich mir kaum vorstellen. Vielleicht kommt er jetzt. Ah... Oh. Alle guten Dinge sind drei. Drei Runden kämpfen. Jetzt kommt das Teil, genau das meine ich. Zack! Stirb! Okay, auf die habe ich gar keinen Bock. Auf die olle Zibbe hier. Ja, das ist so nervig auch. Wenn der Prätorianer sich dann, wenn du erstmal die blöde, saunervige Barriere runterballern musst, bevor du wieder an sein nerviges Lebensleiste kommst. So, gerade wieder die Waffe hier. Komm, down mit dir. Ah, Mann, ey. Ich glaube ja, das ist nicht time-basiert, sondern, nach der Lebensleiste von dem Viech. Und das nervt mich wie Sacko. Komm, stirb. So. Eine Runde noch, oder? Nein, komm schon schneller. Oh, alle. Mal gucken, ob es was bringt, wenn ich jetzt schon drauf hau. Nein, bringt nichts. Wenn der noch in der Animation steckt. Komm schon, Leute. Macht ihn down. Los, los, los. Ist zwar peinlich, aber Leute, früher bin ich an dem Viech so oft gestorben. Gut, ich hab's auch wirklich auf schwer gespielt. Und ich war schlecht. Das ist eine Kombination, die kann ich euch nie empfehlen. Wenn man schlecht ist, auf schwer zu spielen. Es gibt keinen Grund zu bleiben. Die meisten der Kolonisten sind dann... Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Das Schiff ist gewaltig. Wie sollen wir das denn bitte aufhalten? Die halbe Kolonie ist da drin. Geil synchronisiert. Und Sam und Lilith, tun Sie was. Ich habe mein Bestes gegeben. Sie haben sich lediglich in Ihrem verdammten Bunker verkrochen. Etwas Respekt bitte. Ohne Shepard wären Sie jetzt alle auf diesem Schiff. Shepard? Moment. Den Namen kenne ich. Schrei doch nicht so. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so eine große Heldin der... Heldin? Commander Shepard, Captain der Normandy,
Erster menschlicher Spectre. Retterin der Citadel. Retterin? Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende. Gibt's was? Und was ich wissen müsste? So viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von. Ich bin doch nicht von der Allianz. Ich dachte, es wäre ein Tod-Commander. Das dachten wir alle. Halt die Fresse. Ich war tot. Details später. Die Wiedersehensfeier muss noch warten. Cerberus hat mich zurückgebracht, um Angriffe wie diesen zu beenden. Cerberus? Garrus auch? Meldungen? Heißt das, sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz nahm an, dass Cerberus hinter den verschwundenen Kolonien steckt. Okay. Er hat mir kein Wort gesagt. Aber es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Cerberus und ich. Fuck, was habe ich jetzt gedrückt? Unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass sie das glauben? Aller Junge. Die Gerüchte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie müssen sich auf die aktuellen Ereignisse konzentrieren. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich möchte Ihnen ja glauben, Shepard. Aber ich misstraue Cerberus. Ja. Die Bedrohung durch die Reaper dazu benutzen, sie zu manipulieren. Was ist, wenn sie dahinter stecken? Was ist, wenn sie mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Kaidan. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Da hat Garrus recht. Für Vernunft sind sie nicht empfänglich. Aber was würdet ihr tun in der Situation als Kaidan? Nämlich eine schwierige Sache. Jetzt als Spieler denkt man sich so, ach Kaidan, halt deine Fresse, ne? Aber ich... In echt wäre die Situation, glaube ich, gar nicht so leicht, wenn man da drin steckt. Die Allianz wird versuchen, Cerberus die Schuld zu geben, genau wie sie. Die Katze lässt das Mausen nicht. Cerberus ist nicht vertraut. Die Katze lässt das Mausen nicht. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Kann ich denn jetzt erschießen? Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. So. Perfekt. Dann reicht es tatsächlich noch für ein Gespräch. Weil letzte Folge wollte ich eigentlich ja mit der Jack spreche und ein bisschen so Smalltalk im Schiff betreibe. Dann lassen wir die Folge jetzt einfach hübsch ausklingen mit ein paar Gesprächen mit unseren Homies auf der Schiff. Wenn die Ladezeit heute noch fertig wird. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kolonisten einen Angriff auf die Kolonie zweimal. Es war ein guter Kampf. Es war gut, dem Feind endlich direkt gegen Blablabla. Wenn das gefallen hat, werde ich mit Sicherheit einen Weg finden. Sie bei Laune zu halten. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtig. Aber man soll sie ködern. Aber wir finden sicher Offensive. Blablabla. Geben Sie mir ein Ziel. Unser Ziel steht. Aber wir können es noch nicht erreichen. Es ist Ihre Heimatwelt. Ich verwende alle Ressourcen darauf. Ihr Team muss stark sein. Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Jo, die Sache ist erledigt. Ja, man müsste jetzt das Omega-4-Portal öffnen. Und seien Sie vorsichtig. So. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal schließen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Das werden wir. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Ich brauche Sie konzentriert und in Bestform, wenn wir das hier schaffen wollen, Taylor. Genau das habe ich gemeint, Commander. Ich kann hinter dem Portal keine Ablenkung mehr gebrauchen. Oh Mann, laber mich jetzt nicht vor. Voll mit deinem Vater. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Ah, der will jetzt, dass ich mit ihm rede. Naja. Der will, dass ich seine Loyalty mischen. Mach. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich mach's nur bei den Leuten, bei denen ich möchte, dass sie überlebe. Ich glaube, hier ist die Jack, oder? Ne, hier? Ne, hier? Ne, hier? Jack. Auswählen. Ich will auf jeden Fall, dass... Nee, das kann man so auch nicht sagen. Ich hätte zwar gern, dass der Morden überlebt, aber zu freundlich kann ich auch zu dem nicht sein. Und beim
Jakobus. Ist es mir eigentlich Relle? Hey. Bei der muss ich die Loyalitätsmission machen, damit die was Gescheites zum Anziehen kriegt. Weil die kriegt dann ein alternatives Outfit. Gegen die Kollektoren hilft. Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich hab sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Gerne. Ist normalerweise nicht mein Ding. Aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Super. Panzerungsupgrades, Prototypen. Was sind das für Prototypen? Betrachten. Sehr gut. Forschung. Ach, das war's, oder was? Damn. Ah, nee, ich rede doch nochmal mit der... Jetzt Privatgespräch, ich will reden. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Was steht denn drin? Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Ich habe hier übrigens... Bald werde ich den Spieß umdrehen. Ich habe übrigens hier nicht die Renegade-Option gewählt, weil ich fand, deren Einblick zu gewähren in die Cerberus-Akte in dem Moment... Mehr Renegade als die Renegade-Option, die zusammen zu scheiße, aber jetzt im Nachhinein doch nimme. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Halt dein Mull. Den ich töte, stelle ich mir vor, dass er... Ich muss jetzt gehen. Okay. Ich schlafe ein. Und wache auf. Und ich muss jetzt gehen. Also. Dann reden wir noch ganz kurz mit dem Grunt. Ach, wisst ihr was, Leute? Wenn das hier noch interessiert, wie ich hier noch mit den Leuten rede, ihr seid herzlich willkommen, dabei zu bleiben. Aber ich bin jetzt auch niemandem böse, der jetzt abschaltet, wenn ich hier mit den Leuten laber. Also für die Leute, die jetzt gehen möchte, na los, ich bin euch nicht böse. Alle anderen, jetzt beginnt die Party! Um welchen Teil des Schiffes handelt es sich hier? Und zwar rede ich jetzt noch mit dem Grunt. Ich habe mir übrigens überlegt, vielleicht die Loyalitätsmissionen zu kennzeichnen. Im Thumbnail oder so. So als optionale Let's Play-Folge. Okay. Merkt ihr das? Ein Bild. Blablabla. Lauter Queer. Blut. Als er den Tanz zum ersten Mal eingeschaltet hat. Ich brauche einen Krieger. Sie sind der perfekte Kroganer. Können Sie das auch beweisen oder zieht dieser Dreck Sie runter? Ich wurde geschaffen, um der Stärkste zu sein. Aber vielleicht sind Momente der Schwäche ja inspirierend. Ich muss nachdenken, aber ich bin immer noch stark. Ein Wort und Ihre Feinde sterben. Sehr nice. Wobei... So habe ich die Gespräche halt noch nie geführt. Und da jetzt nur noch der harte Kern zuschaut, können wir mit jedem Crewmitglied reden. Einfach. Was ist denn hier los? Der Zugang zur Lebenserhaltung ist. Ah! Das kommt doch später, wenn die Kollektoren das Schiff befalle. Wenn dann der Joker. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid, Prinzessin. Filet mignon und Kaviar kommen gleich. Filet mignon und Kaviar kommen gleich. Hallo Miranda. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten. Na, hau raus, Freundchen. Ich spreche ungern persönliche Angelegenheiten. Ja. Aber es ist hau raus. Was ist los? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi mal zu schneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Gasgebe. Erzählen Sie mir die Kurzversion, Miranda. Was? Das ist doch nicht die Kurzversion, Allah. Mein Kontakt heißt... So. Das war die Kurzversion. Meine Güte. Ich kann es euch zusammenfassen. Wer Mass Effect 2 noch nicht gespielt hat... Das ist sowieso das falsche Let's Play für dich, aber ich kann es zusammenfassen. Die Gute, die hat eine Schwester und die will sie von ihrem Vater retten, der sie unterdrückt und hier zur perfekte Dings. Shepard. Na? Brauchen Sie was? Erzieht. Sie mal eine Minute sicher. Blablabla. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu.
mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte... Es freut mich, dass Sie mit der neuen Crew zurechtkommen. Sie sind so freundlich zu mir, wie man es von einer Gruppe wie Cerberus erwarten kann. Außerdem sind da ja... Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Blablabla. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine... Einer hat einen Verräter des Sidonis. Ah, ja, okay. Alle tot. Wegen ihm. Und weil ich es nicht habe... Wissen Sie, wo es... Der ist noch Omega. Blablabla. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben. Haben wir die jetzt eingesackt, die Mission? Weil für der Garrus würde ich die fast machen. Brauchen Sie, Sie mal eine Minute Zeit? Kann das machen? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Zieh ich mir mal Upgrades, Panzer-Upgrades, mal gucken, betrachten. Deckschatten, nee. Schiffsverbesserungen. Was fehlt? Platin. Oh, da müsste ich hier noch. Nee. Ja. Ich meine, wenn die überlebe dadurch, dass ich hier mich durch die Optionen klicke. Um welchen Teil des dann ist das ja gut, das ist ich melde Sie ab. Jedenfalls das Sidonis. Sidonis, glaube ich, heißt der. Denn können wir für The Garrus ermorden. Miranda Garrus. Jo. Dann noch Morden und Jacob. Hallo. Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, und Nachrichten sind langweilig. Ich will Gespräche skippen. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Blablabla. Natürlich. Solche beeindruckende Laboreinrichtung. Die beste Einrichtung seit meiner Arbeit bei der Special Task Group. Sie sagten, nicht Sie einfach nur Forschung. Habe die Genophage der Kogana untersucht. Habe Wasser und Gewebe von Kogana. Aus ME1, das mit den getroffen habe. Ich habe mal mit einem STG-Captain namens Kirahi gearbeitet. Sein Team hat mir geholfen, Sarens Klon. Jetzt ist spannend, was der zu zerstören. Morden dazu zu sagen hat. Wörmeier gefallen. Ausrüstung unzureichend für Mission. Konnte Anlage dennoch ausschalten. Guter Captain. Sehr entschlossen. Ja. Allerdings ein ziemlich harter Hund. Seine Durchhalteparolen waren großartig. Stellung halten, mir das Job erledigen und dann ab nach Hause lieber. Ist vermutlich militärischer Stolz. Jargon. Gegen die Brust schlagen. Nichts für ungut. War nett mit Ihnen zu reden, Morden. Muss zurück an die... Bin hier war halbwegs nett. Das Gespräch. Ja, vielleicht... Vielleicht strukturiere ich das Let's Play auch etwas um in Zukunft. Das könnt ihr mal, die Leute, die noch zugucken, falls noch jemand zuguckt. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, dass ich am Ende von jeder Folge noch so 10, 15 Minuten nach dem eigentlichen Spiel hier rumrenne und mit den Leuten quatsch. Das wäre auch eine Möglichkeit, es zu strukturieren. Commander, tut mir leid, ich hatte seit dem Start noch keine Zeit, mich bei Ihnen zu melden. Freut mich, dass ich an Bord sein kann. Weil dann bin ich auch niemandem... Ich muss mich entschuldigen. Ich bin wegen einer persönlichen Sache ein wenig unkonzentriert. Wenn es meine Crew betrifft, geht es auch nicht. Dann bin ich ja auch niemandem böse, wenn er abschaltet vorzeitig. Nun, ich habe neulich nach zur Sache. Sie vergeuden meine Zeit. Mein Vater war erster Offizier. Sein Schiff ist einfach nur ein automatisches Notsignal. Möchten Sie das? Wenn die ich möchte außerdem erwähnen, dass ich normalerweise nicht so einfach nach SOS-Signalen suche. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Allerdings ist ein natürlich. So. Allerdings ist es so, wenn wir diese Loyalitätsmission jetzt machen und Renegade sind, dann, liebe Freund. Commander, Sie. Was hat die gerade sagen wollen? In dem Bericht stand, dass Kaidan Alenko dort war. Wie ist es gelaufen? Wir haben viel durchgemacht. Ich wünschte, wir hätten ich mehr verstehe. Zeit. Wie auch immer. Ja, weg wie mit dir. Wenn wir halt. Jacob seinen Vater jetzt erschieße bei der Loyalty Mission, dann kann es halt auch passieren, dass der nicht loyal ist. Also der ist dann nicht loyal. Schleuse? Ja gut, Schleuse sieht gut aus. Na? Und dann bringt die Mission auch nichts, also kann ich die auch gleich weglassen. Ich bin ziemlich verrückt, was für Leute einem hier draußen so über den Weg laufen, was? Ich meine, es war vermutlich abgekartet oder so, aber trotzdem hat es gut getan, Kaidan wieder wurde ich daran erinnert, dass ich über 2 Jahre verloren habe. Ich kann diesen Müll nicht brauchen. Verstanden. Das wär's im Moment. Allah. Sogar zum Joker kann der bissig sein wie ein harter Hund. Okay. Leute. Ich guck mal, ob ich im Sidonis mal ganz kurz hier im Tagebuch reinschnuppern
Das möchte auch ehrlich gesagt mal Spaß, einfach hier so gemütlich rumzuchillen. Dossier der Attentäter. Bla bla bla. Thane Kreas, nein. Tali, Justikarin, Miranda, Jacob, Kollektoren aufhalten, Citadel der Rat. Aber der Rat schon früher in zu kontaktieren und eigentlich. Ich wollte eigentlich. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal zum Garrus. Und ich. Nee, das bringt nichts. Der hat ja schon geredet. Also Leute, in der nächsten Folge geht's in die Citadel. Fuck. Fuck. Rausgedrückt, okay. In der nächsten Folge geht's, glaube ich, auf die Citadel, um einen Rat zu berichten. Hä? Wie komme ich hier raus? Ach, Masterportal. Das ist nämlich so wie ein ME1, oder? Citadel. Genau. Mit dem Rat rede, dann vielleicht nochmal mit dem Garrus rede, weil dem seine Loyalitätsmission würde ich gerne machen. Da kann man auch Renegade sein, dann abknalle. Und Garrus ist immer noch friedlich und freundlich. Andocken. Das machen wir noch. Weil, ich würde halt gerade die Renegade, Loyalitätsmissionen machen, bei denen ich Renegade bleiben kann und die Leute trotzdem loyal werde. Also, Grunt weiß ich gerade gar nicht. Garrus müsst. Müsst gut gehen. Ja. Ich entscheide es dann spontan, weil ich glaube zum Beispiel Miranda und Jacob, die sind dann beide irgendwie enttäuscht, wenn ich Jacob sein Vater und Miranda ihre Schwester abknall. Okay, aber die nehme ich jetzt mit. Mashallah, die hübsche. Kleiner Spaß. Adrenalinstoß. Perfekt. Ja. Annehmen. Gut. Dann sind wir hier auf der Citadel und dann geht's hier auch beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wer bis hierhin durchgehalten hat. Kuss auf Nacken, Bruder. Mua. Ja. Ich hatte gedacht, es und in diesem Sinne sehen wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Am Anfang ein bisschen tighteres Gameplay, mehr Story und dann vielleicht am Ende, so wie heute, 10, 15 Minuten, bisschen legeres Gameplay für die Leute, die einfach mit mir durch die Normandie rennen wollen. In diesem Sinne, ein wunderbarer Tag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Bis tschaußen.